5 Minuten 26, da habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, tatsächlich, ja. Ah, guck mal, da steht er. Du bekämpfst die Roga, weil du sie als deine Feinde siehst. Du erkennst ihr wahres Wesen. Assassine. Ihre wahre Bestimmung. Ihre wahre Herrlichkeit. Ich bin nicht zum Reden hergekommen. Du hast auch diesen Herrscher besiegt und seine Untergebenen. Ah. Da ist er. Anbeter, Vergeltung, Versuche 4, 10 Minuten. Der ist nicht einfach. Der ist wirklich nicht einfach. Sieh dich an, Harkin. Du bist ein Außenseiter. Ein Ausgestoßener. Mancher Assassine. Du wurdest eingesperrt, gebrandmarkt, vergessen. Okay, wollen wir doch mal sehen. Glaube. Dämonischer Assassine. Sieht auf jeden Fall cool aus, aber ich glaube, die Rüstung ist du besser. Du ähnelst den Roga mehr, als du zugeben willst. Ich spüre deine Wut. Du hast um dich geschlagen. Du warst wild und mörderisch. Du bist wie die Roga. Für dich gibt es keinen Platz in dieser Welt. Auf zu quatschen. Komm endlich und kämpfe! Du hast die Angriffe aller Herrscher abgewehrt. Höchst beeindruckend. Der, achso, oh, Moment. Vergeltung einer, 2 Minuten. Ja, da habe ich mich rangehalten wegen der Waffe, die es da die Roga sind kein zu holen Monster. Gab. Sie sind der Menschenschöpfung. Die Söhne der Menschen. Sie sind ausgeboten eures Zorns, eurer Angst und eurer Schande. Sie sind keine Dämonen, Harkin. Sie sind Spiegelbilder. Sie zeigen den Menschen ein Abbild ihrer selbst. Du lügst! Du kämpftest mit jedem Wesen, welches deinen Weg kreuzte. Du erschlugst selbst den letzten Herrscher, der den Angriff auf die Zitadelle anführte. Oh yeah. Champion Beschützer einer. In unter einer Minute. Der ist nicht schlecht. Das habe ich echt gut hingekriegt, ne? Antanas sagt, er werde das Böse aus den Menschen austreiben. Und ich wollte ihn nicht sauer machen. So spricht ein Kind. Wie vermagst du denn Tag und Nacht zu trennen? Oder Leben und Tod? Das Gute kann ohne das Böse nicht sein. Das hatte ich auch gesagt. Du verstehst Worte, bis alles klingt, wie du es willst! So dann trugst du den Kampf vor meine Tore, als du meinen letzten Wächter bezwangst. Deine Gewalt nährt diesen Krieg, kleiner Bruder. Der Wärter, getötet mit Fluch. 2 Versuche, 3 Minuten 15. Also mit unter einer Minute war ich schon, finde ich schon beeindruckend, weil ich den eben nicht sauer machen wollte und ihn dennoch in der Zeit erledigt habe. Das war schon nicht schlecht. Antanas hat das Gleichgewicht der Welt zerstört und so Chaos geschaffen. In seinem Versuch, dem, was er das Böse nennt, ein Ende zu setzen, entfesselte er die Roga. Erkennst du das nicht? Mit jedem Kampf werden die Roga stärker. Dieser Krieg wird nur zu deinem Tod und deiner Vernichtung führen. Ist es das, was du wirklich willst? Antanas hat in eine Welt eingegriffen, die er niemals verstehen kann. Und er wird euch alle vernichten, wenn ihn niemand aufhält. Ich werde niemals aufgeben! Dein wahrer Gegner ist Antanas. Er fürchtet das, was er nicht begreift, was er nicht kontrollieren kann. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Getötet mit Erbstück. Versuche 3. Verbrachter Zeit 12. Ja. Wenn die alle Versuche zusammenzählen, dann ja. Definitiv. Er sieht herab auf Menschen wie dich. Mit ihren Leidenschaften und Hoffnungen und Träumen. Und sieht euch als makelbehaftet und gebrochen. Als Sünder, die erlöst werden müssen. Er ist von Hass erfüllt, wenn er von Liebe erfüllt sein sollte. Antanas glaubt, mit nahezu göttlicher Macht herrschen zu können, doch er ist fehlbar wie jeder Sterbliche. Warum dienst du einem Menschen, der dich hasst? Ein Mann, der dich
dich für den Rest deiner Tage in einem Verlies hätte dahinsiechen lassen? Die Welt steht in Flammen. Antanas kann sie nicht retten. Kein Mensch kann das. Nur ein Gott. Antanas Stolz und zerstörerischer Geist haben mich geweckt. Zurück in diese Welt geholt. Du brauchst mich, Hasen. Die gesamte Menschheit braucht mich jetzt. Lass mich euch helfen. Sieh dir Antanas an. Erkenne sein wahres Gesicht. Lass nicht zu, dass er dich vernichtet. Du hast Kraft aus deinem Leben angezogen. Du hast sie dir einverleibt. Du bist jetzt wie sie. Ich werde dir einen Ausweg zeigen. Ich werde dir ein Geschenk geben, mit dem du mir Antanas Seele geben kannst. Mit diesem Geschenk kannst du das Gleichgewicht und den Frieden wiederherstellen. Die fehlt noch. Du hast die Wahl, Hakim. Oh. Was ist mit dem? Und was ist jetzt meine Wahl? Kaslo, bist du das wirklich? Hallo, Hakim. Was hat das zu bedeuten? Bist du Adir? Nein, Hakim. Ich bin kein Gott. Aber ich bin auch nicht der Mann, für den du mich hältst. Okay. Dann sag mir, wer du bist! Das Universum braucht ein Gleichgewicht. Ich bin der Wächter dieses Gleichgewichts. Ich bin kein Diener Antanas oder Adirs. Ich bin der wahre Richter. Du hast mich in diesen Kampf mit reingezogen und es hat noch mehr Gewalt und Chaos gegeben. Warum? Die Gewalttätigkeit deines Wesens gleicht den Roga. Ohne dich waren Antanas Truppen hoffnungslos unterlegen. Die Roga-Herrscher hätten sie alle mühelos vernichtet. Von dieser Welt wäre nicht viel geblieben. Okay, ergibt Sinn. Wo ist Adir? Warum hat er nicht gekämpft? Vor tausenden von Jahren ist Adir auf dem Schlachtfeld erschienen. Dort haben wir ihn bezwungen. Er hat seine Lektion gelernt. Es gibt mehr als einen Weg, einen Krieg zu gewinnen. Adir hat sein Schwert nicht gegen dich erhoben. Doch er hat dir eine Wahl geboten. Dann bin ich der Spielball von einem verrückten Nachfahren der Richter und einem rachsüchtigen Gott. Wem soll ich glauben? Mann oder Gott? Ist das Rätsel? Wem glaubst du? Also ich bin für den Gott, weil dieser Mann, der sich als Gott aufspielt, mir schon immer so ein bisschen wahnsinnig vorkam. Und alle Menschen, die sich zu einem Gott erheben, außer jetzt vielleicht die Pharaonen, aber die hatten auch ihren Schlag weg, aber nicht, bei weitem nicht so schlimm wie alle diese anderen, die sich so zu einem Gott erheben. Deswegen... Alter, die haben alle so einen Schlag weg. Deswegen, der hat sich auch schon ganz komisch verhalten. Und das Böse aus dem Menschen rausziehen und so weiter. Das Böse gehört dazu. Mal kommt es mehr zutage, mal weniger. Die einen sind mehr böse oder die anderen sind gut. Dafür gibt es diese ganz guten Menschen, die allen selbst aufopfernd helfen. Und dann die Bösen, die einfach nur Leute umbringen und so. Das gehört alles dazu. Das sollte man nicht ändern. Was ist das für eine Rune, die Adir mir gegeben hat? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es solch eine Rune gibt. Adir hat dir ein Werkzeug gegeben, mit dem du ihm Antanas Seele liefern kannst. Es liegt an dir, was du damit machst. Und was geschieht jetzt? Das liegt ganz bei dir, Hakim. Kehre in die Zitadelle zurück. Geh zu Antanas. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. An dieser Stelle trennen sich unsere Wege, Hakim. Ich kann dich nicht länger leiten. Bedenke dies, Hakim. Du bist in Finsternis und Verzweiflung gefallen und zur Erlösung emporgestiegen. Du weißt, dass selbst fehlbare und gebrochene Männer und Frauen sich aufs Neue beweisen können. Geh in dich, Hakim. Triff diese Entscheidung selbst. Das Gleichgewicht der Welt liegt jetzt in deinen Händen. Tja. Wir haben ja gesehen... Der Champion, oder Beast, wie er im Englischen heißt, der wurde ja geschaffen,
durch Antanas. Oh, guck mal, wo ich bin. Ist ja nice. Jetzt bin ich hier. Ist ja richtig cool. Was finden wir hier? Naja, wir haben eine Rune bekommen. Widerstand, Zauberpunkt, Splitter. So. Eine Sekunde. Schlüssel zum rechten Flügel. Adias Rune. Physischer Schaden plus 9. Balance im Blocken. Physischer Widerstand plus 22. Bingo. Jetzt müssen wir nur noch meine Rüstung dafür reparieren. Und meine Waffen. Öffnen wir mal die Tür. Ich bin jetzt gerade. Scheinklar ist jetzt auch nicht, dass da. Oh. Hey Leute. Es gibt nämlich noch zwei andere Champions und die nennen sich verlorene Brüder. Und die hier sind da wohl. Das Problem ist einfach, der Blitz-Hyopai ist schön krasser. Ich muss zwei davon besiegen. Okay, den Trank hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht. Jetzt wechseln sie wohl. Oh nein, sie kommen beide von der Decke gefahren, so ein Mist, aber auch. Dürfte ich erstmal einen von euch vernichten? Bevor der andere mir auf die Oma haut? So nebenbei. Ah, okay, jetzt habe ich es erstmal mit dem Feuer-Heini zu tun. Okay, der Blitz-Heini zieht sich zurück. Gucken wir erstmal nach Feuer. Vielleicht ein wenig brutal. Jetzt höre ich natürlich nicht, wie ich mich Schaden zufüge, aber ich sehe es natürlich nicht, wie ich das Ganze so ein bisschen. Okay, so. Trank trinken. Daneben. Ich laufe jetzt einfach nochmal weg. Ich würde dann darauf wetten, dass der Feuerkerl wieder nach oben verschwindet. Ja, er ist weg. Der Blitzkerl ist einfach. Ich hätte gerne mal verschluckt. Waffen sind natürlich auch cool, aber. Wo ich ihn jetzt ganz schön zugesetzt habe schon. Ich meine 1500 Schaden an. Oder weniger am Stück natürlich verbunden. Das ist schon nicht ohne. Okay. Jetzt könnte ich ihn kriegen. Ein bisschen. Okay. Jetzt ist der erste hinüber. Jetzt bleibt mir nur noch der Feuerbruder. Man sagt bloß, dass er jetzt auch Blitzeigenschaften hat. Feuer und Blitz kombiniert. Wäre natürlich witzig. Ich höre jetzt die Angriffe leider nicht. Das wäre nochmal sehr hilfreich für
zumindest die eine. Nein. Ah, so ärgerlich. Ah, könnte ich nicht zwischendurch nochmal zum Schmied gehen oder so? Irgendwie wäre ich... Ah, Scheiße. Mist. Ich kann doch nicht alle... Nee, da. Magie, Splitter, Geister... Genau. Geisterhofsplitter. Verdammt. Hoffentlich gibt's da drin eine Schmiede. Ja. Da war doch immer eine. Nein, doch. Da ist die Schmiede. Yes. Alles klar. Eine besondere Rune, die du da hast. Ein Werkzeug des Chaos. Sie kann erschaffen oder zerstören. Sie ist wunderschön. Okay. Erzähl mir was über die Rune. Sie ist anders als alles andere. Und enthält doch alles. Macht, die aus Schwäche entsprang. Schwäche, die sich in Macht wandelte. Danke für die Erklärung. Rüstung. Füge die Rune in meine Rüstung ein. Ich will sie für mich selbst, um mich zu schützen. Ein Werkzeug des Chaos als Schutz für... Das ist ein interessantes Konzept. Ich habe es mir anders überlegt. Füge die Rune in das Schwert ein. Ich werde dir die Seele von Antanas liefern. Ein Werkzeug des Chaos in der Waffe des Werkzeugs des Chaos. Ja, das gefällt mir. Boah, ey, jetzt... Sag mal, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Muss ich jetzt durch den... entscheiden, ob ich es mir in die Waffe einsetzen lasse, um Adir zu töten? Oder muss ich dann jetzt in die Rüstung, um mich zu schützen vor... Ah, das ist jetzt strange. Na los. So. Yes, Kraftrune. Jetzt sag mir... Ach nee, wahrscheinlich waren das nur Unterhaltungen. Und ich kann jetzt frei entscheiden. Du kriegst gar nichts mehr. Der Fluch. Plus 9 in die Schwerter, in die Waffe, keine schlechte Idee, grundsätzlich nicht, so, gut, wollen wir doch mal sehen, was passiert, wir haben ja jetzt noch eine maglose Macht, wo sie sich jetzt befindet. Widerstand ist aber höher. Leicht ausfindig, die mit finsterer Verzierung versehen wurde. Sie ist dämonische Herkunft und ihr Träger hört Stimme aus dem endlosen Abgrund. Who cares? So. Dann präparieren wir uns mal so, dass wir Assassine. Langs 11. Naja, so viel schwächer ist sie gar nicht. So viel schwächer ist sie gar nicht.